Ein sehr bekanntes Problem bei uns Männern, worüber aber keiner gerne spricht. Und zwar, es geht darum, wenn der Sommer da ist und wir uns ein leicht dünnes T-Shirt kaufen, dass der Nippel ihm halt sehr oft rausguckt. Und es ist die Frage, wie kann man das Problem lösen? Als allererstes besorgen wir uns erstmal Reißzwecke. Willkommen, liebe Freunde. Das Oberteil bzw. das Shirt ziehen wir uns an und versuchen mit Reißzwecke erstmal den Nippelposition zu fixieren. Also man soll das Shirt schon ein bisschen wegziehen und nicht direkt reinstechen. Wie man sieht, habe ich das erstmal zu tief gestochen. Also nochmal wegziehen und erneut nochmal reinpiksen. So, das war jetzt der Nippel auf dieser Seite. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wir können uns auch dickere T-Shirts anziehen, aber wie gesagt, wenn es zu warm ist, dann ist das fast unerträglich, mit so einem dickes Ding rumzulaufen. So, jetzt haben wir die beiden Positionen fixiert. Jetzt ziehe ich das mal aus und wir besorgen uns dann zusätzlich so dunkle T-Shirt-Folien. 10 Stück kostet auf eBay 10 Euro. Und wenn man das in die Mitte schneidet, dann kann man damit 20 T-Shirts machen. Und wie man sieht, die Größe auf DIN A4 deckt auch beide Nippel ab. Das ist sehr wichtig. Wir gehen dann zum PC. Es gibt ein Programm namens Inkscape. Das muss Ihnen aus anderen Programmen bekannt sein. Ich kann das gerne unten verlinken. Und zwar, wir suchen uns irgendeinen Namen. Ich habe jetzt Hello ausgesucht und King. So. Das kann man ganz normal, wie gesagt, wie auf Papier rausdrucken und dementsprechend hat man so einen Standardnamen. Man muss da kein irgendwie richtiges Logonamen nehmen, zum Beispiel Versace oder keine Ahnung, so ein bekanntes Logo will man ja nicht. Also, ich habe diese zwei Namen jetzt genommen und wir wollen das jetzt auf diese T-Shirt-Folie rausdrucken. Ganz normal nehmen wir diese Folie und stellen sie in Drucker rein. Also ich würde auf jeden Fall darunter noch ein paar Papier lassen. Und immer vorher einen Testdruck machen, ganz wichtig, nicht direkt auf die Folie drauf machen, sondern immer vorher ein paar Tests durchführen, um zu sehen, ob das Ganze von der Position her passt. Man muss das auch nicht spiegelverkehrt machen, sondern ganz normal wie auf dem Papier hier rausdrucken. So sieht das Endergebnis jetzt aus. Wir gehen zum Tisch und werden jetzt versuchen, das Ganze zurechtzuschneiden, so dass wir diese später auf unsere T-Shirt übertragen können. Wenn die Folie auf T-Shirt drauf ist, dann sieht man die Nippel gar nichts mehr. Also es verschwindet alles, aber das sieht halt so aus, als wäre da wirklich ein Logo drauf. Und keiner wird drauf kommen, dass sie das eben halt selber gemacht haben. Gut, jetzt habe ich das geschnitten. Wir gehen mit der Hello-Folie erstmal auf das Shirt und guck mal, genau. Also man sieht, dass die Länge beide Nippel abdeckt. Das ist ganz wichtig. Wir ziehen jetzt die Folie vom Papier ganz vorsichtig ab, also nicht mit Gewalt, dass es abreißt oder so, sondern ganz ruhig ein bisschen wegpusten, dass da kein Staub oder Fussel drauf ist. Das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir ganz ruhig die Nippel, also die markierte Punkte auf die Nippel entfernen. Und immer schön gucken, dass zumindest die Buchstaben zentriert sind. Ja? Leicht festhalten und die Reißzwecke rausziehen. Ja, jetzt weiß man auch ganz genau, wo der Position ist. Das Ganze halt auch für die rechte Seite. Als nächstes braucht man natürlich zum Bügeln Backpapier. Ja, ganz wichtig. Sie dürfen dieses Papier auch nur einmal benutzen. Also bitte nicht mehrere Male benutzen, sonst haben Sie die ganzen Spuren drauf. Also, wir stellen Bügeleisen auf Stufe 2. Es wird nicht bewegt, sondern nur draufgelegt, um zu justieren. Ganz wichtig, nur drauflegen, damit die Folie sich erstmal von alleine justiert. Auch nicht hin und her reiben, sondern immer dabei bleiben. So, wenn das Ding etwas fixiert ist, dann können wir ganz, ganz leicht auf Stufe 3 gehen. Wir gucken erstmal vorher, man sieht, manche Stellen sind noch weiß, die schwarzen Stellen sind schon fixiert. Dann gehen wir langsam mit der Stufe hoch. Und dabei ist ganz wichtig, dass man das Bügeleisen nicht stehen lässt, sondern man muss immer wieder seine Position verändern, damit die Folie nicht verbrennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, immer wieder versetzen, hin und her versetzen und vielleicht am Ende den Bügeleisen aus der Stecke rausziehen. Und dann kann man nochmal so ein bisschen ganz leicht hin und her reiben. Das ist dann nicht mal so problematisch. So, jetzt ist das Shirt natürlich ziemlich heiß. Und damit das abkühlt, müssen wir so ganz langsam ein bisschen wedeln. Man kann das halt auch so stehen lassen, damit das ein bisschen abkühlt. Wir gehen jetzt mit der Hand leicht runter und versuchen die Folie vom Shirt zu entfernen, ganz soft. Und immer wieder gucken, dass auch wirklich die ganze Fläche schwarz ist und alles klebt. Man sieht, das Logo ist mittlerweile sehr schön drauf fixiert worden.
man soll das halt auch mit der Hand waschen. Ich würde das nicht in die Waschmaschine schmeißen oder wenn in die Waschmaschine, dann links rum. Das bedeutet, man muss das Ding einmal umgekehrt in die Waschmaschine reinwerfen. So, jetzt habe ich das nochmal angezogen und man sieht, dass der Nippel auf beide Seiten verschwunden ist. Ja, man sieht das halt eben nicht mehr und es spielt keine Rolle, welche Farbe sie letztendlich anziehen. Der Nippel ist auf jeden Fall hinter das Schwarze verschwunden. Ich würde auch keine hellere Farbe nehmen, sondern ruhig dunkel. Und man sieht jetzt Vorher-Nachher-Vergleich. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. Alles Gute und bis zum nächsten Video.